Hallo YouTube und Freunde des Terraforms zu einer weiteren Folge von Planet Crafter. Ihr habt sie euch gewünscht, eine zweite Folge. Und ich habe mich da jetzt mal in Unkosten gestürzt und habe mich mal hingesetzt und habe das ganze Spiel mal ein wenig weiter vorangetrieben. Muss dazu sagen, ich habe die ganze Basis nochmal neu umgebaut und habe sie von da hinten, also etwas weiter nach vorne verlegt, weil der Boden uneben war, und habe sie dann halt eben dementsprechend ausgebaut. Wir haben unten das sogenannte, ja, da wo wir leben halt eben, die Quartiere, wie hier zum Beispiel. Dann haben wir hier unsere Station, was wir sehen können über Energie. Hier haben wir dann unsere ganze Forschung, hier die Herstellung, hier nochmal eine glatte Übersicht. Und wir haben hier, wie ihr seht, die ganzen Kisten. Die habe ich jetzt erstmal dahingestellt, um erstmal ein paar Erze zu sammeln. So. Und das ist aber nicht das Einzige. Jetzt muss ich mal gucken. Haben wir hier irgendwo Eis? Haben wir nicht. Eis haben wir nicht. Okay, also wir müssen Eis farmen. Die Sache ist die, oben haben wir momentan die ganzen Pflanzen und diese ganzen Erhitzer, die dafür sorgen halt eben, also eher die technische Geschichte, die ja sorgen für, dass wir hier halt terraformen. Da seht ihr schon, da sind schon ein paar Pflanzen, die habe ich jetzt hier schon ausgebaut. Mit den Pflanzenpots ab T3 übrigens kann man sie nicht mehr in dem Living Pot bauen, sondern man muss die T3 dann hier nach draußen stellen und hier dann die Pflanzen sammeln. Ja, hier müssen wir noch ein paar Sachen umbauen, denn diese Windkrafträder sind nicht mehr aktuell. Denn wir können mittlerweile Solarpaneele T2 bauen, also die größeren. Dafür brauchen wir aber Aluminium. Und deswegen müssen wir uns heute erstmal unterwegs auf zur Suche nach Schiffen machen und die plündern, um eben halt Aluminium oder Samen oder Iridium zu finden. Wie ihr da hinten seht, da liegt schon ein Schiff. Da werden wir uns mal hinbewegen. So wie ihr festgestellt habt, wahrscheinlich ist der Himmel mittlerweile blau. Ja, er ist blau deswegen, weil ich angefangen habe, jetzt schon eine Stufe voran zu terraformen. Denn oben rechts seht ihr ja die KTI und die ist irgendwie bei 4000 gewesen und dann plötzlich ist sie umgesprungen und hat wieder von 0 an beginnt zu zählen. Und seitdem habe ich einen hellblauen Himmel. Der ist aber nicht überall hellblau, sondern nur im bestimmten Umkreis. Wahrscheinlich ist das halt noch nicht weit genug vorangeschritten. Deswegen, also der Planet verändert sich Stück für Stück. Also definitiv. Gut, wir müssen erstmal gucken. Ich habe dreimal Oxygen bei. Wir brauchen auf jeden Fall Wasser. Das können wir herstellen. Wir werden uns erstmal da hinten zum Schiff bewegen. Und werden mal alles mitnehmen. Und Ressourcen auch sammeln. Nur nicht so viel mitnehmen. Was ist das? Das ist Eis. Das brauchen wir natürlich für Wasser. Wie viel haben wir denn? Ich glaube, einmal Wasser reicht. Und wir werden mal gucken, was wir da plündern können noch in den Schiffen. Also es scheint so, als ob der Planet unendlich ist, ne? Man kann sich also unendlich weit wegbewegen, aber die Rohstoffe sind irgendwann nicht mehr vorhanden. Deswegen muss man da halt schauen, dass man halt möglichst unterwegs einige Rohstoffe mitnimmt. Wir werden jetzt erstmal da hinten hingehen zu dem Wrack. Werden dieses Wrack plündern und auf dem Rückweg dann noch ein paar Sachen einsammeln, die wir dann in den Kisten einlagern, beziehungsweise dann noch ein paar Sachen bauen. Ne? Mal sehen, was wir für Samen kriegen. Ein Biodom muss auch noch gebaut werden. Ich will mal hier nochmal schnell hin. Auffüllen. Also hier kann man wirklich viele, viele Sachen entdecken. Man muss halt wirklich in jede Ecke gehen. Hier erstmal nochmal Sauerstoff auffüllen und dann geht's weiter. Ja, mittlerweile T2 oder T3 Rucksack. Also je mehr man vorankommt, desto bessere Technologie bekommt man. Auch ein Exoskelett. Übrigens, hier ist Eisen. Das nehmen wir nachher noch mit. Und man ist erstmal gebunden, ne? Man muss erstmal schauen, dass man genug Wasser und O2 mit hat. Oder eben halt die technologische Stufe erreicht.
dass man mehr Sauerstoff und mehr Wasser fassen kann in seinem Anzug. Damit man sich überhaupt ein bisschen freier bewegen kann. Finde ich aber gut gemacht. Überall liegen noch Kisten rum, also man muss wirklich alles untersuchen. Ja, Eisen ist immer ganz wichtig. Findet man am wenigsten, habe ich das Gefühl. Okay, da ist das Wrack. Also so wie ich das ja auch gesehen habe von Steam her, soll sich ja der Planet komplett verändern, ne? Also, der soll ja richtig, richtig nachher später richtig grün aussehen, wenn man die gewisse Terraforming-Stufe erreicht hat. Das würde mich natürlich mal interessieren, ne? So, dann mal rein in das gute Raumschiff. Mal sehen, was wir hier Schönes finden. Bin gespannt. Hier ist jetzt Licht an. Ah, wir müssen ein bisschen aufpassen. Hier ist nämlich gerade auch passiert, dass ich da nicht auf den Sauerstoff geachtet hatte. Oh, hier ist aber dunkel. Gucken wir mal, wo geht's hier hin? Hier gibt's wieder eine schöne Kiste. Aha. Da ist so ein Zidliama. Das ist wahrscheinlich das, was wir brauchen für das Biodom. Also diese Kuppel. Hier geht's nicht weiter. Okay, was ist hier? Moment. Wo geht's hier hin? Hier sind noch Mannschaftsunterkünfte. Eieiei. Ah, hier geht's auch noch weiter. Das ist aber ein Riesenwrack. Aber es ist gut, dass wir nicht alles voll haben im Inventar. Oha, oha, oha. Hier liegt auch alles Mögliche rum. Uiuiui. Samen ohne Ende. Nehmen wir auch noch mit. Ja, und das war es dann hier auch schon. So, wo geht's hier hin? Uiuiui, hier sind auch noch ein paar Kisten. Oha. Ja, das kriegen wir gar nicht alles mit hier. Auf jeden Fall sehr viel Eisen. Silizium, nicht Silizium. Ist das Silizium? Ja, ich glaube, es ist Silizium. Titanium ist es ja, glaube ich. Wurde ich ja darauf hingewiesen, dass Silicon, oder wie das heißt, ist ja Silizium, nicht Silikon. Ah, okay. Hier muss ich nochmal Sauerstoff nachfüllen. Okay, die Kiste haben wir schon geplündert. Ah, sind wir wieder draußen. Okay, das heißt, wir können da sogar noch was mitnehmen. Ja, hier gibt es auf jeden Fall einige Sachen. Eisen nehmen wir immer gerne mit. Den Rest findet man häufig, aber Eisen ist wirklich immer Mangelware. So, nehmen wir hier noch mal Wasser mit. Nehmen wir das Eisen auch noch mit. Ja, das heißt, soweit erstmal okay und wir können erstmal raus. Können ja nochmal wiederkommen. Also in den Wracks findet man halt eben spezielle Rohstoffe. Also Samen oder Iridium oder Fabric. Das kann man so nicht herstellen. Deswegen muss man immer die Wracks halt eben untersuchen. Okay. Oh, ist schon Nacht geworden. Okay, dann mal zurück zum Außenposten. Also Zidliama ist definitiv was mit dem, da können wir glaube ich das Biodom bauen. Da müssen wir uns mal ein bisschen beeilen. Okay, wir brauchen noch ein bisschen Sauerstoff. Sonst schaffen wir das nicht. Ach, hätte ich mir auch sparen können, weil man ja dann eh zurückgespawnt wird. Aber egal, wir haben ja genug. Wir müssen, glaube ich, hier lang. So, ich nehme mal an, dass jetzt die ganze Geschichte wieder bis 4.000 oder 5.000 KTI hochläuft. Und dann verändert sich der Planet wieder. Ist so meine Vermutung. Denn den Himmel haben wir ja schon verändert, ist klar, wenn wir eine Atmosphäre haben.
dann ist der ist die Atmosphäre blau und nicht mehr rot. Ab und zu haben wir nochmal einen Sandsturm. Aber es sieht auf jeden Fall schon mal bewohnbarer aus hier, der Planet. Ja, durch das Aluminium können wir jetzt auch dann Drillbohrer T3 bauen und natürlich das Biodom. Das ist natürlich erstmal wichtig. Hier füllen wir erstmal kurz auf. Haben wir hier noch irgendwas drin? Ach, schaut mal hier. Eine Wasserflasche. Seht ihr? Habe ich extra reingemacht. So wie ich, ja, wie ich schon gesagt hatte, ne? Ab und zu gibt es Sandstürme und dann sieht das genau so aus hier. Das lässt sich natürlich leider nicht verhindern. Wo ist denn jetzt eigentlich unser... Da hinten. Eigentlich habe ich Flut dahingestellt, damit man das sieht. Sehr ungemütlich jetzt hier draußen gerade. Okay, gucken wir mal. Siedlerma, genau. Brauchen wir. Wir brauchen Titanium. Aluminium haben wir. Zweimal Kobalt, einmal Silicon. Also Silizium. Okay, Silizium müsste ich eigentlich haben. Wir müssten erstmal kurz hier ein bisschen Eisen. So, mal gucken. Also, Silicon, ich glaube, das hatte ich hier. Genau. Für das Biodom. Jetzt fehlen Titanium, fehlt jetzt. Und zweimal Kobalt, okay. Da müssen wir nochmal raus. In den guten Sandsturm. Und gucken wir mal, Kobalt, gab's, war das Kobalt? Ne, Moment. Doch, Kobalt. Gab's am Anfang relativ häufig, jetzt wird's zur Mangelware. Natürlich, okay, jetzt hält das wieder auf, da sieht man schon, da hinten. Titanium brauchen wir ja auch. Damit wir das Biodom bauen können, ich denke mal, das setze ich dann hinten ran. Könnte man auch oben drauf setzen. Okay. Zweimal Kobalt noch. Und einmal Titanium noch. Liegt direkt vor der Haustür. So, perfekt. Damit können wir jetzt das Biodom bauen. So, mal gucken, wo wir das hinsetzen. Damit geht das Terraforming noch ein bisschen schneller. Ihr seht, jetzt haben wir wieder einen schönen blauen Himmel. Man könnte es da oben reinsetzen, da oben drauf. Wow, nee, können wir nicht. Ist ja riesengroß, das Teil. Meine Herrschaften, hätte ich jetzt nicht gedacht. Kann man das Biodom irgendwie drehen? Könnte das ja so reinsetzen, hier so. Ja, aber dann haben wir ja keine Aussicht mehr. Nein, ich glaube, ich würde das hier irgendwo hinsetzen. Oh, ja, jetzt ist mir natürlich nicht aufgepasst. O2, aber egal, wir sind ja direkt neben der Basis. So. Man könnte quasi das hier irgendwo hinsetzen, direkt gegenüber vom Eingang. So. Aber das will er auch nicht. Drehen lässt sich das nicht. Mal gucken. Ich will nicht, dass das dann auch noch uneben steht. Das sieht natürlich immer ein bisschen blöd aus, wenn das in der Luft schwebt. Oder wir stellen das hier nebenan hin. Ja, genau, hier so. Aber das Problem ist halt eben... Müssen wir mal gucken hier. Kann man das irgendwie drehen? Okay, mit Maus soll man es angeblich drehen können.
Kann ich aber nicht. Ich würde sagen, wir setzen das hier so irgendwo hin. So direkt vor ihr. So. So passt das. Das ist mittig. So. Oh, Energie alle. Gucken wir mal nach hinten raus. Ja, es hängt ein bisschen, obwohl es geht. Ich denke mal, kann man so lassen. Kann man so lassen, die ganze Geschichte hier. Ein bisschen dicht das Ganze. Okay, das ist das Biodrom. Sieht ja mal gar nicht so schlecht aus. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall erstmal Strom. Das heißt, wir müssen T2, Aluminium haben wir noch. Eisen, Magnesium, Silizium und Kobalt. Wir brauchen zweimal Kobalt. Den Rest haben wir. Damit wir dann quasi erstmal Energie wieder haben. Also solange wir keine Energie haben, können wir auch nicht weiter terraformen. Wir brauchen die Energie. Nehmen wir Titanium auch noch mit. Alles, was wir kriegen können. Da ist irgendwas in der Kiste. Hier ist noch Eisen übrigens. Da ist nichts drin. Gut, gehen wir mal zurück. Bisschen Wasser trinken noch. Oh, hier liegt doch Eisen überall rum. So, perfekt. Okay, uns geht ein Lichter aus, bevor wir überhaupt da sind, aber sind im Biodom gespawnt. Wunderbar. Weiß nicht, vielleicht war das ein bisschen zu dicht. Wenn man jetzt rein theoretisch... Okay, wir machen mal eins. Magnesium und Silizium haben wir, glaube ich, drinnen noch. Einmal haben wir noch. Okay, Magnesium haben wir noch genügend. Na, also ich bin am Überlegen, ob man dann die anderen Sachen nicht abreißen kann, weil diese nächsthöheren Sachen, diese größeren, sind einfach mal vom Verbrauch oder von der Energieerzeugung einfach mal um das... Zehnfache besser halt, ne? Energie 19,5 pro Sekunde, wenn man mal guckt hier, und das nur 6,5, das heißt also fast das Dreifache macht das. Also es ist das Dreifache, ne? Von T1 zu T3 ist Dreifache. Und wenn man mal überlegt hier, diese kleinen, die machen ja mal gar nichts halt. Das ist ja quasi, kann man eigentlich sich auch sparen dann halt, diese Windräder. Sieht halt nur schön aus. So, Biodom. Ein bisschen nach hinten rücken wäre noch schön. Aber dann wird es zu abschüssig. Obwohl eigentlich... Mal gucken. Ah, okay. Es hat noch nicht gereicht. Also wir brauchen, so wie es aussieht... Nochmal. Der Biodome braucht aber ordentlich... Oh, weia. Kobalt und Silizium. Ja, dann müssen wir mal in die nächste Richtung. Sah schon gut aus. So, Energie. So, jetzt müssen wir erstmal gucken. Wir packen Eisen rein, hier Titanium.
Hier machen wir mal die ganzen Samen rein. Und Fabric. Und Iridium. Hier haben wir das. Okay. Gut, Kobalt schmeißen wir hier noch rein. Ich denke mal, einmal Kobalt brauchen wir, um einmal Sauerstoff zu machen. So. Was brauchen wir denn jetzt? Wir brauchen nochmal irgendwie noch einen Kobalt, Eisen und Silizium. Wir brauchen alles. Wow, wow, wow. Wir brauchen, also wie ihr seht, einer wird noch ausreichen. Der Biodom schluckt ganz schön sogar. Gut, gehen wir mal in die Richtung. Da hinten waren wir noch nicht. Das ist natürlich ganz interessant, denn das sind so komische Formationen. Und diese Formation hier liegt übrigens noch Eisen, sehe ich gerade. Das können wir ja so nicht liegen lassen. Hier Titanium. Und da hinten ist noch eine Kiste. Silizium, hier auch nochmal Silizium. Da steht noch Kobalt rum. Oh ja, hier ist auch noch einiges. Nehmen wir auch mit. Also vom Sauerstoff soll das reichen. Da sieht er es schon. Jetzt wird es schon interessanter. Wenn wir uns weiter wegbewegen müssen, brauchen wir halt eben Sauerstoff. Sonst werden wir immer zur Basis zurück teleportiert. Und das wäre ärgerlich, weil dann könnten wir hier halt nichts entdecken. So. Dann mal weiter. Also wir haben nur einmal Sauerstoff mit. Wir müssten quasi einen Living Pot bauen. Dafür brauchen wir noch zweimal Eisen und dreimal Eisen, zweimal Titanium. Okay. Ach, und jetzt wird das auch noch hier duster. Mal Licht an. Keine Ahnung, was das hier für eine Gegend ist. Gucken wir mal. Hier ist eine Kiste. Da ist nichts drin. Titanium. Wir brauchen auf jeden Fall Eisen. Aluminium. Ach, schaut mal an, hier liegt Aluminium rum. Dachte, das kann man nur in den Wracks finden. Keine Ahnung, wo ich hier hingeraten bin. Sieht aber alles sehr merkwürdig aus hier. Ja, ich glaube, mir geht der Sauerstoff aus, bevor ich hier überhaupt was finde. Passiert ja genau im richtigen Moment jetzt, ne? Dass hier der Sandsturm kommt. Aber das wäre ja sonst kein Survival. Was haben wir hier? Aluminium. Nehmen wir mit. Zweimal Aluminium gefunden. Nicht schlecht. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich mehr bin. Jetzt habe ich mich komplett verirrt. Ah, jetzt kurz bevor ich jetzt zurückteleportiert werde, wird alles wieder schön hier. Okay, und uns fehlt Eisen. Schade eigentlich. Ich hätte hier gerne noch irgendwie einen Living Pot gebaut. So als Außenposten. Okay, also wir werden gerade... Okay. Gut, das heißt, wir nehmen mal ein bisschen Eisen mit. Viermal Eisen. Titanium, Silikon, Silizium. Dann haben wir da auf jeden Fall irgendwie einen Posten, wo wir wenigstens Sauerstoff kriegen. Eis fehlt uns. Wir müssen mal zweimal Eis mitnehmen. Eis lag hier, glaube ich, an der Seite noch rum. Ja, genau hier.
Sonst wären wir vielleicht wieder zurückgeportet, wenn wir dahin zu dieser eigenartigen Gebirgsgruppe laufen. Das wäre natürlich nicht so schön. Und nochmal. Zack. Einmal trinken. Voll sind wir. Wir haben auf jeden Fall zweimal Eisen, Titanium und einmal Sekunde. Das heißt, wir können einen Living Pot bauen. Als kleinen Außenposten zum Sauerstoff tanken. Damit wir uns da ein bisschen bewegen können. Mich würde es nämlich interessieren, was da hinten ist. Merkwürdig sieht das ja aus. Also so wie ich das jetzt ja auch nochmal in den Bildern gesehen habe, soll nachher diese ganze Oberfläche grün sein. Ich bin gespannt, wann. Ich denke mal, das wird eine Weile gehen. Also Atmosphäre haben wir ja schon mal. Das heißt, uns fehlt jetzt noch Wärme. Vielleicht Wasser. Falls man das produzieren kann. Müssen wir mal schauen, dass wir hier... Oh, hier wird's dunkel. Hier ist Eisen. Oh Gott, hier lag Eisen rum. Und hat man nicht so knapp. Oh, schaut mal. Was ist das? Da liegt ein Wrack. Hier ist Aluminium. Ah ja, sehr schön. Ich würde sagen, wir stellen hier neben dem Wrack, stellen wir am besten den Living Pot. Wir sollten uns da jetzt ein bisschen beeilen. Sonst geht uns gleich die Luft aus. So, schnell rein. Perfekt. So. Hier liegt aber nur, das ist, wie kommen wir da rein? Da ist eine Leiter, kommen wir da vielleicht hoch? Nee. Ist nur so. Vielleicht muss man hier hochhüpfen. Ah, kommt man vielleicht hier so rein? Ah, schaut mal hier. Ah, okay, ein kleines Denkspiel. Dass man da auch noch... Oh, zwei Kisten. Aluminium, zack. Na, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. So, einmal raus. Mich würde mal interessieren... Wo es hier denn noch hingeht? Ja, weil wenn wir uns der Sauerstoff ausgeht, auf jeden Fall hier die Ecke muss man sich merken. Hier ordentlich Aluminium. Vielleicht gibt es hier ja noch einen Wrack oder irgendwas. Da ist eine Kiste. Wo geht's da hinten hin? Ah, man braucht halt eben Sauerstoff, ne? Oh. Da ist eine Kiste. Okay, da hinten. Da sieht aus, als ob da hinten irgendwie ein Wrack ist. Wenn man das genau da hinten sieht. Okay, jetzt. Da werden wir wahrscheinlich gar nicht hinkommen. Müssen wir erst hier. Haben wir ja. So, zweimal Wasser und einmal Sauerstoff muss reichen. So, gehen wir mal gucken. Also man sieht hier schon, man kann hier auch wirklich erkunden. Es ist nicht nur ein Crafting-Game, sondern auch so eine Art Erkundungs-Game. Es macht schon Spaß halt eben, wenn man so ein bisschen auf Exploring, wenn man das mag, dann ist das genau das Richtige. So, wartet mal. Das lassen wir mal hier. Mal gucken. Da hinten ist auf jeden Fall ein Wrack. Das sieht man.
Also ihr seht, man kann hier wirklich unendlich weit laufen. Und man entdeckt immer noch wieder was Neues. Ich weiß jetzt nicht, es ist ja noch eine frühe Early Beta. Was uns da noch alles erwartet. Ah, hier ist Aluminium. Nochmal Aluminium. Und da ist nichts drin. Okay. Nur mal umschauen. Okay, also ich denke mal, hier gibt es dann diverse andere Sachen noch. Hier wird es wahrscheinlich zurückgehen. Da hinten scheint ein Durchgang zu sein. Ja, 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 ja. Da ist der Durchgang, da wo wir angefangen haben. Das ist meine Vermutung. Jetzt würde mich mal interessieren, wenn wir nach oben gehen, dann würde es mich wirklich mal interessieren, ob wir noch irgendwas sehen können. Wow, schaut mal. Tja, ich würde sagen, ein Wüstenplanet. Oh, das sollte natürlich nicht passieren, aber gut. Und nun seht ihr, hier könnte man jetzt bis da drüben hinlaufen. Weiß ich nicht, ob da noch irgendwas liegt. Aber wie ihr seht, hier gibt es keine Rohstoffe mehr. Aber was mir aufgefallen ist, hier fliegen in der Luft jetzt immer so komische Sachen rum. Die waren vorher nicht. Das ist wahrscheinlich die Atmosphäre. Okay, man könnte jetzt quasi darüber laufen, aber das lassen wir. Wir müssen uns ja... Oh, ja, seht ihr? Hier ist noch auf jeden Fall noch nicht terraformt. Da sieht man das. Ich sagte ja, das reicht immer nur eine bestimmte Weite und danach ist noch nicht terraformt. Also wir haben noch nicht den ganzen Planeten terraformt. Ne? Das ist immer nur Bereiche, Regionen. So, das heißt, zurück erstmal zur Basis. Und dann gucken wir uns schnell noch den Biodom an. Denn uns fehlen ja immer noch Energie. Also es würde mich auf jeden Fall interessieren, ob sich die Planetenoberfläche jetzt so wie auf den Bildern halt wirklich ändert oder ob das halt eben nur eigene Planeten sind. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, da ja der Himmel sich ja auch geändert hat. So, jetzt nehmen wir mal alles mit und gehen mal zurück zur Basis. Und dazu brauchen wir ja Aluminium, haben wir ja genügend. Kobalt. Ja, Kobalt nehmen wir doch noch unterwegs mit, zweimal. Und ich glaube, das Aluminium, das blitzt immer hier sehr schön. Oder ist das, nee, das ist Titanium halt. Vielleicht gibt es ja noch Höhlen oder sowas. Weiß nicht, wo es hier hingeht. Also man muss wirklich alles untersuchen. So, angekommen. Machen wir mal das Inventar leer. Und stellen dann nochmal hier zwei. Kann sein natürlich, dass das jetzt nicht reicht, weil wir ja einen Außenposten gestellt haben. Ah ne, hat funktioniert. Okay. Strom ist wieder da. Lichter leuchten. Und er drasselt oben wieder. Sehr schön. Natürlich jetzt dunkelt hier alles. Warum ist kein Licht?
Wundert mich eigentlich. Normalerweise müsste ja Licht sein. Ja, hier ist Licht. Okay, es ist wahrscheinlich, weil es Nacht ist. So. Ist das? Post! Ah, if you reached 150.000 I oder 150 KTI. Die Atmosphäre ist jetzt blau. Aha, okay, also erklärt das einen schon. Nach 150.000 TI. Also da könnt ihr euch vorstellen, wie lange ich jetzt da ein bisschen schon gespielt habe. Aber es ist noch ein langer Weg zum Terraformieren. Du wirst auf jeden Fall deine nächsten Assignments wahrscheinlich hier Befehle oder erhalten demnächst. Okay, you have reached the end of the Beta. Du hast auf jeden Fall das Ende der Beta erreicht. Und jetzt fühl dich frei, weiter zu entdecken und zu bauen. Can you go to 1 million MTE? Okay, also 1 Million. 1 Million KTI. Ach, okay, schaut mal, das sind nicht TI, das sind KTI. Ich bin bei 569.000. Das heißt also im Endeffekt, was passiert, wenn wir 1 Million erreichen? Das heißt also noch die Hälfte. Ja, Freunde, vielleicht wird es nochmal eine dritte Folge. Wenn es euch interessiert, schreibt mal in die Kommentare, was dann passieren wird. Ich bin gespannt. Wir sehen uns. Bleibt dran, es wird spannend. Tschüss.